ganz wenig habe ich gesehen, wie man die Menschen glücklich machen kann oder helfen kann. Ich bringe Strom in Afrika mit Solarenergie und wir bringen auch sauberes Wasser in afrikanische Länder. Ein Punkt, das war die Umweltkatastrophe. Und der zweite Punkt war, dass die Menschen zuliebe. Weil ich mir einfach in meiner Heimat gesehen habe, dass die Geburtenraten sich erhöhen und dass die Frauen dadurch, dass sie keine Ausbildung, also Bildung, Zugang zu Bildung haben, die fokussieren sich viel mehr auf Familie, also Kinder. Ja, dann habe ich mir gedacht, wenn ich die unterstützen, eine mit Strom oder sauberem Wasser, dass ihre Verdienstmöglichkeit sich erhöhen und dann werden die dann versuchen, sich an viele weitere anderen Sachen zu fokussieren. Also ich mag das hier in regional, aber das letztendlich es geht um die ganze Welt, weil die Umweltkatastrophe, ob du in regional bist oder egal wo du bist in der Welt, das betrifft uns alle. Die 20. Dorf, die wir elektrifiziert haben, nach dem 20. habe ich mir gedacht, dass wir mehr schaffen können. Meine Familie machen sich schon Sorgen, weil eigentlich in den Kopf von den Leuten, die haben gesagt, ja, du bist in Europa gegangen, hast du fast 20 Jahre in Deutschland gelebt, du bist verheiratet, hast du Kinder und warum gibst du dir in dieses Risiko, die anderen Menschen zu unterstützen oder zu helfen? Du kannst doch eigentlich schön leben können, du hast Familie gegründet, habe ich gesagt, nee, wenn der Umweltkatastrophe kommt, das betrifft uns alle. Das ist, man kann sich einfach nicht hinsetzen und zugucken. Ich möchte die Menschen ein besseres Leben erschaffen, dass dadurch, dass sie einfach nicht fliehen sollen und dann vor Ort auch Beschäftigung haben. Ja, das ist mein Ziel.